Hallo und herzlich willkommen zurück zu Randall's Monday. Es geht weiter. Ja, Matt ist jetzt bei uns hier. Wir haben hier einen roten Bildschirm, weil das Armageddon da draußen vorherrscht. Wir gucken hier nochmal aus dem Fensterlayer. Ich seh's, aber ich glaub's nicht. Was für ein Chaos. Ja, ich sehe nichts, aber naja, man muss ja nicht alles sehen. So, wir gehen mal ins Badezimmer, ob da irgendwas Wichtiges drin ist. Nein, das Bad sieht noch genauso aus wie immer. Wir können die Toilette benutzen, aber es bringt uns nichts. Oder? Ja, später vielleicht. Also, so ein Griff ins Klo willst du da nicht machen, okay. Können wir vielleicht nochmal bei Mortimer rein? Der Türgriff ist ja wieder dran. Ist ja mal ein Wunder. So, okay. Hässliche Figur übrigens immer noch. So, okay. Vielleicht gibt es bei mir noch irgendwas, was man schauen können. Bin ich stark genug? Was? Ach, du kannst den Fernseher nicht nehmen, sonst eigentlich nur anmachen oder so. Regale. Ach, das Holzscheit wieder hier. Bücher, Regale. Mal gucken, gibt es da irgendwas? Bücher und. Ja, okay. Gibt es da noch was in Schubladen? Mist. Muss ich jetzt nochmal hier das komische Dings machen oder wie sehe ich das? Regale. Oder kann ich hier nochmal dran ziehen? Das Ding werde ich nie wieder anfassen. Ach so, okay. Das ist das Bioshock hier. Das Ding ist die heilige Handgranate. Das ist der Dings da. Ja. Kennen wir alle die Gegner, ja. Wo ist die Schublade? Ich kann hier nichts mehr machen eigentlich, oder? Da rührt sich nicht. Okay. Ich muss aber nicht wieder hier die Bücher irgendwie jetzt aufmachen. Abgeschlossen. Da ist ein Schlüssel. Der schließt nichts auf, der ist nur Deko. Ah ja. Bücher? Mortys Literaturgeschmack interessiert mich nicht. Tja, nö, ich weiß nicht. Oder an der Statue konnten wir, glaube ich, auch noch irgendwas machen. Da können wir einen Flügel nämlich mal lang. Vielleicht geht da ja was. Oh. Mein Mitbewohner ist ein totaler Psycho. Spinnig oder ist das eine von diesen Opferdolchen? Möglicherweise, das ist Grayskull. Nimm mit. Verdammt, wenn ich den Dolch loslasse, bewegt sich der Kamin wieder in die Ausgangsposition. Okay. Nochmal. Was war denn da noch? Drehfuß. Verdammt, wenn ich den Dolch. Ah, okay. Warte mal, da müssen wir dann irgendwie fixieren. Was haben wir denn? Naja, viel haben wir nicht, also mit dem Schlüssel wird es wahrscheinlich nicht gehen. Vielleicht hier das Drehdings irgendwie blockieren. Verdammt, wenn ich den Dolch. Nö. Oder muss ich den Flügel festklemmen? Dass ich den vielleicht mit dem Schlüssel festklemmen kann oder so. Verdammt, wenn ich. Nee. Oder kann ich mit dem Schlüssel irgendwie einen Flügel? Das macht die. Okay. Mit der Tasse wird es schon recht erst nicht gehen. Vielleicht mit dem Kaugummi, dass er so klebt, dass du da was verkleben kannst. Das ist keine gute Idee. Warum denn? Holzscheit. Also nochmal. So, Klebo, Kaugummi an die Flügel beppen. Nee, verdammt, geht nicht. Wenn ich den durch. Oder mal anders probieren, drücken und dann versuchen, an dem Drehkreuz was zu machen. Nein, das war falsch. So, den Kaugummi wollte ich aufs Drehkreuz tun. Okay. Das geht also. Ist ja witzig. Jetzt bleibt der Flügel und da, man hätte ihn ja auch irgendwie festmachen können, festklemmen. So, das Drehkreuz kann man jetzt immer angucken. Zerminator Dolch. Das Ding gibt ziemlich schlechte Schwingung ab. Ja, dann nimm's trotzdem mit. Oh Mann, endlich. Tja. Okay, das ist also der zeremonielle Dolch. Alles klar, dann sind wir hier auch fertig. Ja, Matt, ich lasse dich jetzt mal hier allein. Ich hoffe, du machst keinen Unsinn. Ich hätte jetzt hier zwar deutlich, um dich hier mal wieder auf andere Gedanken zu bringen, aber egal. Flur.
Mal schauen, ob der McConey da ist. Nein. Dann muss ich auf die Straße gehen. Nee, ich glaube, da kommt man immer wirklich weiter, ne? Nee. Oder? Doch, wir kommen noch weiter. Ach, Mary ist da. Mary, als Zombie-Skelett irgendwie. Oh je, der U-Bahn ist auch hier zu. Servus. Oder einmal angucken. Er war nie der Lebendigste, aber jetzt? Ja. Hey, Mary! Verzeihung. Ist das eine Gefängnisuniform, die du da anhast? Natürlich nicht. Ich mag halt Orange. Genau wie Vanilla Eis. Ist das so? Oh, Mary. Ich würde sie doch nie anlügen. Kennen wir uns? Tja, nein. Also nicht besonders gut. Aber ich habe viel von Ihnen gehört. Wissen Sie die Geschichte mit der Ente und... Hör auf. Daran will ich gar nicht erinnert werden. Dann mal Themawechsel. Also wie lebt sich's denn so, Murray? Na, kann ich klagen. Ehrlich? Weil, wenn ich Sie wäre, wäre ich lieber nicht tot. Wie meinst du das? Tja, Sie sind, naja, tot, oder? Wie kommst du darauf? Siehst du nicht, dass ich hier bin und mit dir rede? Tja, vielleicht ist tot nicht der richtige Ausdruck. Wie wär's mit untot? Genau. Das ist das genaue Gegenteil von dem, was du gerade gesagt hast. Und klingt so sehr nach Zombie. Ja, Alter, du bist ein Zombie. Hast du schon in den Spiegel geschaut, Murray? Okay, okay. Ich weiß, meine Hautfarbe ist nicht mehr, was sie mal war. Aber das ist nur ein Hautproblem. Ich habe akute Dermatitis. Wollen Sie mich verscheißern? Hör zu, Junge. Ich kann nicht tot sein. Warum nicht? Sag, was du willst. Aber ich habe noch eine Menge vor. Und noch eine Menge Würstchen zu grillen. Aber Murray, sehen Sie sich doch mal um. Die Welt geht zur Hölle. Das ist die verdammte Scheißapokalypse. Sehen Sie das denn nicht? Tja, heute ist wohl wärmer als sonst. Das gebe ich zu. Aber das würde ich nicht gerade als apokalyptisch bezeichnen. So schlimm ist es ja nicht. Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Ich sagte, sehen Sie sich doch mal um. Alles liegt in Schutt und Asche. Überall Lavaströme. Sehen Sie das nicht? Glauben Sie, das ist normal? Du scheinst etwas erregt zu sein, Junge. Komm schon, entspann dich. Du stehst gerade unter Schock. Das ist alles. Sie sind derjenige, der hier unter Schock steht, Sie armer Irrer. Sag, was du willst, Junge. Ich weiß, dass ich lebe. Da gibt's keinen Zweifel. Ja, aber was genau machen Sie hier eigentlich? Was genau machen Sie hier eigentlich? Ich bewache den Eingang zur U-Bahn. Ah ja. Hier oben? Hatten Sie nicht mal ein niedliches kleines Büro da unten? Du sagst es, Junge. Ich hatte. Erst hat ein riesiger Globus alles in Trümmer gelegt. Und dann gab's einen kleinen Zwischenfall mit Lava. Ah ja. Aha. Typische Montagsprobleme. Und finden Sie es nicht komisch, dass heute keiner auf der Straße ist? Ich meine... Mal abgesehen von den ganzen Leichen. Im Ernst, lass das. Du wirst mich nicht überzeugen, dass das der Weltuntergang ist. Mann, Sie sind echt ein Starrkopf, was, Murray? Also, was meinen Sie denn? Was ist denn heute so die größte Neuigkeit in der Stadt? Tja, es gab eine Menge Probleme. Um 9.45 Uhr fing es an, Feuer zu regnen. Um 10.05 Uhr gab es ein Erdbeben, wo sich große Löcher im Boden auftaten. Und seitdem sehe ich überall diese Leichen. War wohl ein großes Erdbeben. Erdbeben? Tut mir leid, Murray, aber ich glaube nicht an Erdbeben oder Gnome. Ob du es glaubst oder nicht, das war ein Erdbeben. Also entspann dich. Und was ist mit dem ganzen Feuer? Was soll das mit Erdbeben zu tun haben? Sehe ich wie ein Seismologe aus? Ist wohl besser für uns beide, wenn ich nicht verrate, wie sie in meinen Augen aussehen, Murray. okay. Ja, ehrlich, Murray, sie sehen gar nicht gut aus. Ehrlich, Murray. Sie sehen gar nicht gut aus. Was soll ich sagen, Junge? Ich fühle mich auch nicht so. Tja, so kann man es natürlich ausdrücken. Aber wenn Ihnen der Unterkiefer abfällt, dann sagen Sie Bescheid, ja? Naja, haben Sie eigentlich Ihren alten Grill noch? Haben Sie Ihren alten Grill noch? Alt? Du wolltest wohl klassisch sagen. Wie auch immer, Murray. Ich kenne mich mit alten Grills nicht aus. Junge, jeder kennt den Barbecue-Matic 9000. Das ist die Mutter aller Grills. Ah ja, stimmt. Ich erinnere mich an die Werbung.
Da hieß es, die würden eine 30-Megatonnen-Explosion überstehen. Nicht mal die AN-602 könnte dem was anhaben. Aha. Und wo ist der? Wo soll er schon sein? In der Lava? Na, dann holen Sie ihn da raus, Mary. Sie sind ja schon tot. Ach, komm, Junge. Fang nicht wieder damit an. Okay, dann bin ich halt mal weg, ne? Tja, dann... Ich bin weg. Mensch, dass die immer so viel labern müssen, ey. Aber egal. So, wir schleichen uns einfach mal. Können wir eigentlich hinter das Haus gucken, in die Gasse oder so? Geht es? Ja. Okay. Du hast da was verloren, Penner. Aber ja. Mal schauen, ob der auch was reden kann. Er sieht schlimmer aus als gewohnt. Aber er riecht noch genauso. Naja, vielleicht etwas verwest, aber egal. Hallo! Welch wunderschöner Tag! Du siehst gar nicht gut aus, mein Freund. Ich dachte, ich wäre verflucht. Du verdammter... Ich verdammter was? Glaub bloß nicht. Ja? Was ist los? Sind dir die Fernsehweisheiten ausgegangen? Wenn ein Mann nach Antworten sucht und er sich dabei wirklich Mühe. Oh, der war neu. Das Ende fand ich besonders gut. Ein Leben wie dieses ist eine Qual. Oh, ich bin sicher, du hast es verdient. Weißt du, Karma und so. Ja, okay. Oh, mein Freund, geht's dir heute nicht gut? Das hat man davon, wenn man mich verscheißert. Hast du heute noch was vor? Okay, bin schon weg. Außerdem ist dein Körper seit dem letzten Mal noch schlimmer geworden. Ja. Ja, nee, soll man jetzt mal in die Pfanne hauen? Komm. Das hat man davon, wenn man mich verscheißert. Ich hab dich nicht verscheißert, Bro. Der Wing ist einfach zu mir gekommen. Ja klar, wenn du einen astreinen Diebstahl mit deinen eigenen dreckigen Händen so nennen willst, du Business-Penner. Du verstehst nicht. Er gehört mir. Nö, glaube ich nicht. Ja, und jetzt hast du ihn wieder verloren, fürchte ich. Weil du ihn mir weggenommen hast. Und ihn verloren hast. Wie auch immer. Ich habe jedenfalls daraus gelernt, dass man dir nicht vertrauen kann. Das und wenn man einem Penner eine elektrische Ladung verpasst, riecht er nach gegrillten Sardinen. Okay. Ja, trotzdem, mein Freund, geht's dir heute nicht so gut, ne? Oh, mein Freund, geht's dir heute nicht gut? Nicht so gut. Ich hab mich nie schlechter gefühlt. Ja, glaube ich dir. Das ist schlimmer als die Hölle. Ich würde alles nehmen, damit es mir besser geht. Okay. Ich glaube, du fühlst dich nicht besonders gut, oder? Du bist ja ein Blitzgescheiter. Weißt du, wenn ich du wäre, wäre ich nicht so frech. Du bist nicht in der Position, sich über jemand anders lustig zu machen. Ich kann nicht mehr. Ich glaube, ich verrecke. Ja? Du siehst jetzt schon so ein bisschen verreckt aus. Ich bin nicht tot. Ich muss mich nur etwas aufrichten. Ah ja. Und ich muss mir neue Schuhe kaufen. Die Welt ist einfach nicht perfekt, mein Freund. Besonders heute. Wenn du mir hilfst. Besorg ich dir den Ring zurück. Nö. Ja, klar. Glaubst du, ich bin so blöd? Du hattest die Chance, alles wieder gut zu machen, aber stattdessen hast du mir den Ring geklaut und mich unter Strom gesetzt. Also fick dich. Genau. Jeder hat das Recht auf falsche Entscheidungen. Aber was passiert, wenn... Wenn...
Mann, ehrlich, lass mich mit deiner billigen Fernsehphilosophie in Ruhe. Das hilft dir jetzt auch nicht weiter. Ja, du hast uns einmal verarscht, warum sollst du denn jetzt helfen? Das wollte ich ja dazu auch sagen. So, hast du heute noch irgendwas vor? Hast du heute noch was vor? Tja, wenn ich mich in der halben Stunde noch so mies fühle. Oh. Ja, was willst du machen? Zum Arzt gehen? Reiß ich mir wohl die Eingeweide raus. Ach so. Wenn's nur ein bisschen hilft, dieses miese Gefühl loszuwerden. Ich weiß nicht. Wenn es dir echt so übel geht, warum gehst du denn nicht einfach zum Arzt? Genau. Im Ernst? Nee, wollte nur mal sehen, wie du reagierst. Sehr lustig. Ich erwäge ernsthaft, mich in die Lava zu stürzen. Ja, dann viel Erfolg. Komm schon, Mann, mach das nicht. Du hast doch noch so viel, wofür sich zu leben lohnt. Das Ohr. Das kann ja nicht dein Ernst sein, oder? Doch, ich mein's todernst. Sieh mal, die Welt geht den Bach runter und um ehrlich zu sein, bist du mir scheißegal. Ich hab zu tun. Wenn du mir nicht helfen willst, dann verpiss dich einfach. Ja, nichts leichter ist das. Ich bin ja schon weg. Okay, bin schon weg. Außerdem ist dein Körpergeruch seit dem letzten Mal noch schlimmer geworden. Was hast du denn erwartet? Okay, danke. Das war wieder ein Gespräch, wo mich eigentlich nicht wirklich weitergebracht hat. Lava. Die Lava von Java. Warum leuchtet so weit weg? Ich bin ziemlich sicher, dass die Lava hier vorher noch nicht war. Ja, da bin ich mir auch sicher. Kannst du da einmal reinlangen? Ich bin doch nicht bescheuert. Ach, warum? Nur so ein paar tausend Grad machen doch nichts aus. Willst du vielleicht hier einen Becher nehmen? Nee. Nee? So ein Becher Lava ist doch gut. Oder einen Dolch da reinschmeißen? Das wird nicht klappen. Okay. Naja, wir gehen wieder hier rein. Wir kommen ja sonst nirgends mehr hin. Aufzug funktioniert ja immer noch nicht. So, wir gehen mal aufs Dach. Was kommt jetzt? Oh, servus. Sie sich heute jemanden, der reifer ist. Also echt, ich bin eine Million Jahre alt oder so. Was zum Teufel? Ich hab dir doch gesagt, du sollst in der Wohnung bleiben. Ja und? Ich will aber nicht. Oh shit, stimmt ja. Bringst du mich jetzt um? Tja, sollten wir eigentlich. ja, was heißt das? Was hat er gesagt? Der Taschendieb? Ja. Na, mein Junge, glaubst du, du kannst einfach so rumlaufen und dir Sachen nehmen, die dir nicht gehören? Bring dem etwas Respekt vor dem Eigentum anderer bei, ja? Komm schon, Hungersnot, du bist dran. Ach, komm schon. Du musst ihm doch nur die Hand abhacken. Ist doch nichts dabei? Ja, klar, ist jetzt Mittagspause. Aber ist doch egal. Das dauert nur eine Sekunde und der Junge hat den Rest seines Lebens dir zu danken. Mittagessen ist die wichtigste Mahlzeit des Tages, also ich zisch mal los und besorg ein paar Tacos und eine Limo. Moment mal, junger Mann. Du gehst nirgends hin, bis wir nicht entschieden haben, was wir mit dir machen. Und wenn ich einen Attest habe, dass ich akut an Kleptomanie leide? Was zur Hölle soll denn das heißen? Es ist uns egal, was dein Psychiater sagt, du Trottel. Nein, Hungersnot, ich hab deinen Unterkiefer nirgends gesehen. Und du bist auch nicht der Einzige, der hier Hunger hat. Wir könnten alle einen Happen vertragen. Was? Seit wann muss ich mich ums Mittagessen kümmern? Tja, das ist ja nett, dass du den Müll runtergebracht hast. Aber das macht mich lange noch nicht zur Mittagsfee. Brüder, streitet nicht. Die Lösung des Problems steht direkt vor euch und mit einem besonders blöden Gesichtsausdruck. Ich? Ja? Warum nicht? Ich hab Hunger. Mir gefällt das irgendwie alles nicht. Ja, warum denn nicht? Tja, weil ihr Hunger habt und mich wohl auffressen wollt. Da hast du natürlich recht. Was? Nein, es muss da noch eine andere Lösung geben. Hör zu, Junge, ist schon klar. Du willst nicht gefressen werden, aber schlimmer als die Zerstörung allen Lebens auf der Erde ist die Zerstörung allen Lebens auf der Erde, während Hungersnot die ganze Zeit am Jammern ist, was für ein Kohldampf er hat. Nimm's nicht persönlich. Da hast du recht. Er ist ein verdammter Taschendieb.
Also ist das persönlich? Ihr könnt mich nicht fressen. Die Typen von der Steuerbehörde wollen mich richten. Stimmt's, Mr. Toad? Oh, Mr. Stimmt. Hm? Obwohl, wenn wir dich jetzt fressen, haben sie nachher weniger Papierkram. Hey, warte mal. Glaubst du nicht, der Boss wird dann sauer? Vermutlich. Aber die wird auch sauer, wenn sie uns sieht, während wir uns hier im vollen Netz machen. Aber irgendwas müssen wir doch essen. Das ist ein Grundbedürfnis. Wir sind auch nur Menschen. Nein, sind wir nicht. Oh, stimmt, ja. Kann mal jemand hungerslos sein Unterkiefer geben? Das Genuschel macht mich fertig. Sei doch kein Spielverderber. Ich find's rasend komisch. Tut mir leid, wenn ich unterbreche, aber ich glaube, ihr habt euren Boss vorhin mal erwähnt. Ja? Und? Kann ich die mal sprechen? Ich glaube nämlich, dass das alles nur ein Missverständnis ist und ich... Oh, glaub mir. Mit der willst du nicht reden. Verstehe. Aber ich muss darauf bestehen. Ist mir egal, ob euer Boss eine irre, perverse Höllenschlampe ist. Wir haben eine Menge zu besprechen. Ehrlich, mir wäre es egal, wenn sich euer Boss als eine Art monströses, Randall, widerliches Schlammwesen herausstellt, das wie Marconi steht. Randall, dreh dich mal um. Randall. Oh, Scheiße. Sie steht direkt hinter mir, stimmt's? Ja. Na, sieh mal einer an. Wen haben wir denn da? Wenn das mal nicht Randall Hicks ist. Der beste aller denkbaren Freunde, der Ringdieb, der Raumzeitgefangene, der gefürchtetste Insasse aller Gefängnisse und natürlich mein Ex-Verlobter. Wie geht's denn so? Hey, sieh dir das an! Die kennen sich! Sally? Ist das so eine Art M. Night Shyamalan-Plot-Twist? Was hat das zu bedeuten? Das bedeutet, dass ich gewonnen habe. Der Ring ist mein. Hey, Boss, wir machen nur eine kleine Pause hier. Du warst auch hinter dem Ring her? Bist du eigentlich völlig verblödet oder was? Natürlich wollte ich den Ring. Ich bin die Braut. Okay. Na, das ergibt Sinn. Ich fang nochmal anders an. Wie laufen denn die Hochzeitsvorbereitungen? Tja, im Moment bin ich etwas sauer, um ehrlich zu sein. Man hat mir versprochen, dass diese Jungs hier das Beste wären, das man auftreiben kann. Aber jetzt stehen die da nur rum. Wenn man eine ordentliche Apokalypse haben will, muss man die wohl selbst besorgen, wie es aussieht. Wir machen hier nur Mittagspause, Boss. Wir sind gleich wieder voll dabei. Das solltet ihr auch. Sally, ich pack das alles nicht. Ich muss wissen, was los ist. Ist das nicht offensichtlich? Das ist das Ende der Welt. Du hast mit deinen ständigen Raum-Zeit-Veränderungen alles in Gang gesetzt und ich bin die Königin in dem ganzen Schlamassel. Wenn ich schon keine Hochzeit kriegen kann, will ich wenigstens eine schöne Apokalypse haben. Mhm. Aber wer sagt denn, dass du keine Hochzeit haben kannst? Matt sitzt in diesem Moment auf meinem Sofa und stirbt vor Vorfreude, dich zu sehen. Stirbt vor Vorfreude? Ja, wirklich witzig, Randall. Was ist es denn diesmal? Hat er sich mit einem Pizzaroller den Kopf abgetrennt? Nein, nein, ganz und gar nicht. Er lebt und er vermisst dich fürchterlich. Das stimmt, Boss. Wir haben uns bereits um die Griffin-Sache gekümmert. Gute Arbeit, aber leider zu spät. Ich will mich nur nicht mehr binden, das war mal. Ich bin jung und mächtig. Ich will mein Leben genießen. Wisst ihr eigentlich, wie langweilig das ist, jahrelang immer wieder die gleiche Leiche in der Küche vorzufinden? Tja, eine Ehe ist so ähnlich. Aber ich werde jetzt den Ring für etwas anderes benutzen. Verstehe, aber du weißt schon, dass der verflucht ist, oder? Wieder falsch, Randall. Man muss nur lernen, mit seiner Macht umzugehen. Sieht aber nicht gerade so aus, als wärst du dabei besonders erfolgreich. Was? Ich bin sicher, eine Party wie die hier hast du noch nie erlebt. Stimmt schon, aber ich kenne dich, Sally. Und du hast ja noch nie was aus dieser ganzen Apokalypse-Scheiße gemacht. Du bist verletzt und ehrlich gesagt weiß ich nicht mal warum. Ich? Verletzt? Wie kommst du auf die Idee? Tja, weiß nicht. Die ganze Lava, der ständige Schwefelgestank, sprechende Skelette. Aber vor allem spüre ich bei dir so eine gewisse Anspannung. Gut beobachtet. Aber du verstehst nicht richtig. Wie meinst du das? Lass es einfach. Wenn du nicht mal verstehst, was los ist, lass es einfach. Eben, Junge.
Lass es lieber! Ein Scheiß für dich! Was habe ich da verpasst? Verdammt, Randall! Wie kann man nur so blöd sein? Ich hab dich gewarnt! Was hast du erwartet? Du dachtest, all das würde sich auf irgendeine Art und Weise in Wohlgefallen auflösen? Einfach den Ring zurückbekommen und so tun, als sei nichts passiert? Du hast meinen Hochzeitstag versaut! Du hast den wichtigsten Tag meines ganzen verdammten Scheißlebens auf dem Gewissen! Was hast du denn erwartet, du selbstsüchtiges Arschloch? Sieh mal, es tut mir ehrlich leid, aber glaubst du nicht, dass die Apokalypse ein bisschen zu weit geht? Das tue ich mit Sicherheit nicht. Die Braut lässt sich nicht ficken. Sie steht genau vor dir. Sally, der Ring ist wirklich böse. Nimm den lieber ab. Böse? Und was glaubst du, bin ich? Der Ring hat dich verändert. Mag sein, aber ganz offensichtlich zum Besseren. Überhaupt nicht. Die Sally, die ich kannte, würde die Scheiße aus dir rausprügeln. Oh, da hab ich aber Angst. Grüß sie von mir, wenn du sie siehst. Und grüß auch den blöden Penner, der Matt den Ring gegeben hat. Dank euch beiden gehört die Welt jetzt mir. Ha, ha, ha. Moment mal. Wie kannst du das wissen? Ach, komm schon, ich weiß alles. Ich hatte schon ein Auge auf den Ring geworfen, seit Matt ihn von diesem stinkenden Penner bekommen hatte. Matts Geldbeutel konnte vor mir nie irgendwelche Geheimnisse verbergen. Ich habe den jeden Abend durchsucht, seit wir zusammen waren, um sicherzugehen, dass er nicht das gesamte Geld für Schnaps und Abwaschtattoos rauswirft. Das kann ich nicht gutheißen, aber erzähl weiter. Die Sache ist die. Eines Tages fand ich den Ring und ich habe mich verliebt. Vom ersten Augenblick an wollte ich ihn haben. Aber dann kamst du und hast deinem besten Freund den Geldbeutel geklaut, hast seine Hochzeit ruiniert und ihn über 2000 Mal in den Selbstmord getrieben. Du kennst die Geschichte ja. Aber am allerwichtigsten ist, dass trotz allem jetzt ich den Ring besitze. Ist das nicht toll? Nö. Oh ja, klar, toll. Einfach super. Sieh dich um. Es wird sogar immer besser. Aber sicher. Meine hingebungsvollen Untergebenen werden schon dafür sorgen. Wir? Aber das verstehe ich nicht. Warum lassen die sich von dir kontrollieren? Hat sie uns gerade Untergebene genannt? Ja. Verstehst du denn nicht? Sie fürchten mich. Sie wissen, dass man mich lieber nicht erzürnt oder sie verlieren ihre Köpfe. Ach komm schon, du warst ein guter Mensch. Du hast sogar Kleider gespendet und so. Du Narr. Ich bin nicht die Sally, die du kanntest. Oh. Jetzt verstehe ich. Du hast deine Tage, stimmt's? Okay. Entspann dich und ich hol dir ein Eis. Was für eine Sorte darf's denn sein? Was hast du gerade gesagt? Antworte nicht. Das ist eine Falle. Tja, also du hast ja wohl deine... Naja, die Kommunisten marschieren ein, die Ampeln stehen auf Rot, die Maler sind im Ölwechsel, du weißt schon. Oh. Oh, Mann. Ja. Oh, oh. Zauberhaft. Wie geht mein neuer Look, Randall? Echt zauberhaft. Okay. Also Sally war schon die ganze Zeit irgendwie hinter dem Ring her. War sie schon immer böse? War sie schon immer sozusagen Dämon, der nur den Ring wollte? Diesen blöden, verfickten Rillen. Und wenn ich jetzt mal die Gelegenheit habe, der Gevatter hier hat jetzt hier Castor Oil, das heißt Rizinusöl. Ja, nur mal so am Rande. Ja, du bist das allerletzte hässliche Scheißvieh, das ich je gesehen habe. Weiß nicht, ja, das ist nicht so richtig mein Ding, ne? Ja, Du bist das allerletzte hässliche Scheißvieh, das ich je gesehen habe. Tja, zu Elaine hast du Schlimmeres gesagt. Ja, aber Elaine respektiere ich. Du bist einfach widerwärtig. Egal, mein lieber Randall. Ich hatte ja nie angenommen, dass du mir in jener Nacht freiwillig den Ring aushändigen würdest, aber du hast es getan und er ist jetzt mein. Jetzt habe ich gelernt, seine Macht zu nutzen und bin, was man so landläufig als der Teufel bezeichnet, geworden. Die Apokalypse hat begonnen und ich könnte glücklicher nicht sein. Oh. Willst du mir das etwa in die Schuhe schieben? Mann, ich räume hier hinterher nicht auf. Du dumme, nutzlose Kröte. Du und ausschließlich du bist für diese Katastrophe verantwortlich. Du wirst den Rest deines Lebens mit dieser Schuld leben müssen. Okay, ja. Ich glaube, Leute, wir machen hier erstmal einen kleinen Cut rein, weil sonst nimmt die Folgen ja wieder dimensionale Größen an.
Ja, also sie ist jetzt hier der Teufel geworden und ja, die drei hier wollen hier was essen und naja, mal schauen, wie das noch weitergeht. Also seid mal gespannt. Ich hoffe, ihr hattet jetzt wieder Spaß. Wir schauen uns das Ganze jetzt wieder in der nächsten Runde an hier. Tschüss, bis zu denne dann, ne? Und übrigens, vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Lego. Tschüss.